Um eine Massenarbeitslosigkeit zu verhindern, hat die Regierung zu Beginn der Corona-Pandemie ein sogenanntes Kurzarbeitsmodell ins Leben gerufen. Doch wie schaut die aktuelle Arbeitsmarktsituation aus und wie geht es am Arbeitsmarkt in Österreich dann später weiter? Zu diesem Thema spreche ich jetzt mit der AMS Wien-Chefin Petra Draxl. Herzlich willkommen. Dankeschön, einen schönen Nachmittag. Ja, Ende März gab es in Österreich mehr als 560.000 Arbeitslose in Österreich. Im April dann weniger, aber trotzdem noch immer 520.000. Das ist ein Plus von 76% im Vergleich zum Vorjahr. Wie sieht denn jetzt haben wir August, wie sieht denn jetzt die aktuelle Arbeitsmarktsituation aus? Ja, wir sind sehr glücklich, dass die Arbeitslosenzahlen zurückgehen. Wenn wir uns anschauen, Sie haben es gesagt, April war ja der Peak, ja, da war es am höchsten. Wenn wir uns österreichweit anschauen, da hatten wir über 570.000 Menschen, die arbeitslos waren oder in Schulung waren. Jetzt sind es 432.000. Das heißt, wir sind glücklich, dass es hier doch gut zurückgegangen ist, wenn ich beide Gruppen zusammenzähle, Arbeitslose wie Menschen, die in Schulung sind. Wir sehen auch, wenn wir nur die Arbeitslosen nehmen, das sinkt jedes Monat. Ich sehe, in Wien hatten wir am höchsten Stand waren wir 192.000 Menschen. Jetzt mit Arbeitslosen Menschen in Schulung sind es 172.000, sind es 20.000 weniger. Also die Arbeitslosigkeit geht retour, geht zurück. Das ist, glaube ich, eine positive Nachricht. Wie sieht es denn jetzt generell aus, wenn man sich die Arbeitslosensituation ansieht in Österreich in Bezug auf die Geschlechter, auch auf den Ausbildungsgrad, auf die Branchen? Ja, wir sehen natürlich, also es sind zwar etwas mehr Männer betroffen von der Arbeitslosigkeit, trotzdem sehen wir, und darum ist uns die Gruppe der Frauen insbesondere ein Anliegen, dass diese Arbeitslosigkeit nicht so rasch zurückgeht. Wir sehen hier sozusagen, dass Frauen durch die ganze Kinderbetreuungsarbeit, Elternbetreuungsarbeit, Homeschooling, sage ich alles, was hier um die Betreuungsarbeit zählt, einfach damit dann weniger rasch zurück in den Arbeitsmarkt kommen. Ja. Wir sehen, dass Unqualifizierte sich schwer tun. Die haben sich vor der Krise schon schwer getan, aber deren Problem verschärft sich durch die Krise, weil auch nach der Krise sehen wir natürlich, dass die, die rascher arbeiten zu beginnen, die besser Qualifizierten sind. In der Krise selber hat sie alle Gruppen getroffen. Also man muss sagen, da war ja niemand ausgenommen, ob sie jetzt Akademikerin sind oder ob sie Maurer waren, sie waren alle betroffen. Wir sehen einfach nach der Krise, wer schafft es rascher wieder. Und da sehen wir eben, eine Qualifikation ist von Vorteil. Wir sehen, es ist schwieriger für ältere Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen. Das heißt, alles, was vorher auch schon verhindert war, verstärkt sich in der Krise noch einmal. Jetzt sind trotzdem noch so viele 100.000 Personen in der Arbeitslosigkeit. Da fragt man sich schon, werden die wirklich jetzt dann bald wieder rasch einen neuen Posten bekommen? Wie sieht denn da die aktuelle Situation jetzt bei den Stellenanzeigen überhaupt aus? Also aktuell suchen Firmen. Wir sehen sozusagen, wer sucht. Es wird im Handel gesucht, es wird am Bau gesucht. Also auch, sage ich, je nach Bundesland in den unterschiedlichen Branchen. Es ist schwierig aktuell, also Arbeit zu finden. Also insofern werden Menschen länger arbeitslos bleiben, was dann meistens auch die Arbeitslosigkeit verfestigt. Wir sehen, ich sage jetzt einmal, Elektroinstallationen, Gebäudetechnik wäre alles sehr gefragt. Das heißt, es gibt gefragte Branchen, aber es gibt Branchen, nehmen Sie her, die Gastronomie, Hotellerie, in der Stadthotellerie tut sich einfach, also Corona-mäßig kann hier nicht viel geschehen. Das heißt, für die Menschen ist es ganz schwierig, aktuell eine Arbeit zu finden. Aber gibt es dann wirklich überhaupt einen adäquaten Job für so viele Menschen dann? Nein, das glaube ich nicht. Darum glaube ich auch, dass wir diese Phase jetzt der Arbeitslosigkeit, die uns noch sicher, sage ich, das nächste Dreivierteljahr begleiten wird, dass wir die nützen müssen, um Menschen zu qualifizieren, zu sagen, nutz jetzt die Zeit, um dich up to date zu bringen. Es gibt, soll ja Corona, die Corona-Arbeitsstiftung oder dieses Corona-Maßnahmenpaket der Bundesregierung, das hier kommen soll zukünftig. Und da hoffen wir, dass wir genügend Mittel zur Verfügung haben, um Menschen zu sagen, nutz die Zeit für eine Erstausbildung, mach endlich eine Ausbildung oder nutz die Zeit, um dich, sage ich, auf den letzten Stand zu bringen. Ja, es gibt in jedem Beruf, von der Fußpflege bis zur Technikerin, wo sie einfach Qualifikationen dazu brauchen, nutzen wir diese Zeit und wir werden sozusagen auch natürlich parallel für die Menschen, die sich schwerer tun, schauen müssen, wie können wir öffentliche Beschäftigung schaffen. Kann man den Status quo jetzt schon sagen, welche Branchen oder Fachleute sind jetzt im Moment besonders gefragt? Na,
Besonders gefragt ist nach wie vor alles, was im technischen Bereich ist, im Baubereich aktuell, weil die sozusagen momentan der Bau auch noch gut läuft. In manchen Branchen des Handelns, nicht überall. Gesundheit, Pflege ist nach wie vor ein Thema, wo, wenn Sie jetzt arbeiten können, sozusagen die Ausbildung haben, auch eine Arbeit finden werden. Mhm. Aber trotzdem ist interessant, dass es heißt, Fachkräfte sind weiterhin auf Jobsuche. Also genau diese Personen, die Sie gerade genannt haben, speziell IT-Systemadministratoren oder IT-Sicherheitsspezialisten, Spezialisten und so weiter, da weiß man, die Stellenanzeigen sinken. Wie kann denn das möglich sein? Natürlich sind, was ich vorher gesagt habe, alle Branchen waren betroffen von diesem Lockdown. Da ist keiner ausgenommen gewesen, auch Hochqualifizierte. Nur wenn Sie sich die Relation anschauen, dann ist das einfach doch eine viel kleinere Gruppe, die betroffen ist von Arbeitslosigkeit. Die suchen oft auch sehr spezialisierte Jobs, wo sie dann gerade nicht die Möglichkeit haben. Aber ich bin mir einfach sicher, dass die Menschen trotzdem wieder rascher in Arbeit kommen werden, auch mit einem Zusatzqualifikation, wie sage ich, im Tourismus. Mhm. Sie haben es vorhin schon gesagt, die Corona-Krise hat natürlich wirklich alle betroffen, von jung bis alt. Aber trotzdem sehen wir eine sehr tendenz steigende jugendliche Arbeitslosigkeit. Ist das jetzt nur ein Corona-Effekt oder sehen Sie da gezielte Schwächen in der Ausbildung? Da würde ich wirklich sagen, wir reden von einem Corona-Effekt, weil was hat Corona für die jungen Menschen bewirkt? Es verschiebt sozusagen ein Stück ihren Ausbildungsplan, den sie individuell sich sicher gemacht haben. Ja? Das heißt, es hat verschoben, welche Prüfungen kann ich machen? Es hat vielleicht verschoben, wo kann ich anfangen? Ja? Es hat Lehrplätze verschoben. Ja? Also ich denke, junge Menschen, die einfach einen Lehrplatz hatten, ja? Die wussten, gedacht hätten, sie können dort anfangen. Ja, jetzt stellt sich die Frage, nehme ich jetzt als Unternehmer einen Lehrling? Macht das Sinn? Sie werden einfach momentan als Unternehmen sehr kalkuliert, wie viele Personen wollen Sie im Betrieb haben, was ist wirklich notwendig, Sie wollen Ihre Mitarbeiter schützen und das trifft insbesondere die jungen Leute. Und auch die jungen Leute fragen sich, lohnt sich denn überhaupt eine Lehre, ist das sinnvoll? Ja, da kann man nur Ja sagen, 100% Ja, 200% Ja. Eine Lehre, ein Lehrabschluss oder jeder Ausbildungsabschluss, ob es eine Lehre ist oder, sage ich, in der Pflege oder in anderen Bereichen, was Lehrabschluss ähnliches, bringt etwas für die Zukunft. Das heißt, wir wissen einfach, dass diese Menschen wesentlich kürzer dann in den nächsten 50 Jahren arbeitslos sein werden. Trotzdem haben diese jungen Leute vor allem die Gefahr, dass sie eventuell übrig bleiben. Ja. Ich nenne das jetzt mal eine verlorene Generation. Was sagen Sie dazu? Na, Generation selber ist es ja noch nicht. Das wäre ein bisschen ein längerer Zeitraum für mich. Aber für diese Jahrgänge jetzt, die betroffen sind, glaube ich wirklich, dass es schwierig ist und dass wir sie unterstützen müssen, dass sie rasch, sage ich, in Alternativangebote kommen. Wir selber hat die Bundesregierung ja auch entsprechende Mittel zur Verfügung gestellt. Das heißt, wir werden die überbetriebliche Ausbildung erhöhen in ganz Österreich. In Wien haben wir durch die Stadt Wien, aber das auch die Bundesländer stellen hier Mittel zur Verfügung, um entsprechende Ausbildungsangebote für Jugendliche, junge Menschen in Form einer Stiftung, in Wien wird sie Zukunftsstiftung heißen, wo wir Menschen bis 25 massiv unterstützen wollen, dass sie noch in eine Ausbildung kommen. Mhm. Frau Draxler, ich möchte das noch über die Frauenarbeitslosigkeit sprechen, weil man liest das sehr häufig in den Medien, aber statistisch betrachtet ist es ja dann doch so, gerade im Moment, dass vor allem Männer arbeitslos sind. Wie kann man da jetzt von einer Frauenarbeitslosigkeit gerade zur Corona-Zeit sprechen? Wir sehen, dass die Arbeitslosigkeit minimal von Männern jetzt höher ist. Ja? Und eben gleichzeitig sehen wir, dass aber die Männerarbeitslosigkeit rascher sinkt. Das heißt, die Männer kommen rascher wieder in Jobs, während die Frauen sich noch fragen, wie schaffen sie sozusagen all ihre Aufgaben jetzt unter einen Hut aber zu bringen. Woran liegt das, dass die Männer schneller in den Job zurückkommen? Ja, weil ich glaube, hier gibt es großteils noch das klassische, traditionelle Modell. Vielleicht hat der Mann mehr verdient. Ja, dass er dann schnell in den Job geht. Er nimmt rascher den Ganztagsjob an, während die Frau sagt, na, ich kann ja nur 25 Stunden in meiner Kinderbetreuung. Also das heißt, Männer gehen aufgrund dessen, sage ich, das klassische Nährermodell, gehen halt dann rascher, nehmen dann rascher Arbeit auf, während Frauen aufgrund ihrer Situation finden, sie schaffen das noch nicht. Ja, so. Und insofern ist unsere Sorge eben, dass für Frauen, und das wissen wir auch, je länger die zu Hause bleiben, desto schwieriger wird der Einstieg wieder. Der wird auch nicht einfacher, ja. Also insofern, wir geben ja schon seit 30 Jahren, haben wir einen starken Frauenschwerpunkt als Arbeitsmarktservice. Wir wollen die 50% für die Frauen ja ausgeben. Also das heißt, wir wollen die entsprechenden Mittel den Frauen zur Verfügung stellen. Also als Arbeitsmarktservice sind uns hier die Frauen wirklich ein besonderes Anliegen, diese zu unterstützen. Was raten Sie jetzt den Frauen, die jetzt zusehen und eventuell auch zu Hause sitzen und arbeitslos sind? Wie kommen die jetzt wirklich wieder voran?
zu uns kommen, telefonieren mit dem Berater, auch persönlich kommen. Wir machen ja auch wieder persönliche Beratungstermine. Es gut zu besprechen, was kann die Strategie sein? Kann ich jetzt eine Ausbildung anfangen? Was brauche ich noch? Kann ich Deutsch lernen? Kann ich eine, einen Teil, ich muss ja nicht alles auf einmal machen. Ja? Wir sagen, wir haben viele Ausbildungen, die Teilmodule anbieten. Ja? Dann kann ich einmal vielleicht mit dem ersten Teilmodul anfangen. Und das wäre so wichtig, also auch für Ausbildung zu nutzen und gut mit der Beraterin auch zu besprechen, die Kinder in die Betreuungseinrichtungen geben. Das rate ich allen Frauen. Also die Tendenz, die Kinder jetzt rauszuholen, halte ich für völlig falsch. Wir werden in den Schulen und Kindergärten auch lernen müssen, Corona zu managen, oder sind die dabei. Das heißt, Kinder gehören in die Kinderbetreuungseinrichtungen, in die wunderbaren Lernstätten, die wir für Kinder und Jugendliche haben. Und die Frauen sollen sich auch um ihre Strategien und ihre Möglichkeiten kümmern. Jetzt haben und Beratung in Anspruch nehmen dafür. Jetzt haben wir darüber gesprochen, wie es in Bezug auf die Arbeitslosenzahlen aktuell aussieht. Bezüglich einer Prognose ist es natürlich immer schwierig, die dann zu setzen. Aber trotzdem hat der Chef des AMS Österreich gesagt, der Herbert Buchinger, zu Beginn der Corona-Krise, der Höhepunkt der Arbeitslosigkeit kommt womöglich erst Anfang 2021. Aber derzeit sinken ja die Arbeitslosenzahlen. Stimmt dann diese Prognose überhaupt noch? Ja, weil wir glauben oder wir sehen aus der Vergangenheit, dass die Winterarbeitslosigkeit immer höher war wie die Sommerarbeitslosigkeit. Also wir sehen ja, wir vergleichen über viele Jahre schon, wie sich unsere Kurven der Arbeitslosigkeit bewegen, und da ist immer die Winterarbeitslosigkeit eine höhere. Und aktuell ist unsere Sorge, dass sozusagen das Ende der Bausaison zusammenfällt mit einer nicht steigenden Saison im Tourismus, im Wintertourismus. Und das heißt, solche Bewegungen bewirken dann bei uns als AMS oder die Stadtgastronomie wird auch nicht, also Hotellerie wird auch nicht anspringen im Winter. Das heißt, es kommen dann die unterschiedlichen Faktoren zusammen, und das ist nach wie vor unsere Sorge, wieso wir glauben, es könnte der Höhepunkt noch nicht erreicht sein. Und mit was für einer Zahl rechnen Sie da das ungefähr? Das können wir nicht sagen. Also wir haben jetzt keine Zahlen, aber wie gesagt, unsere Sorge ist eben, dass wir schon wieder in Größenordnungen hinkommen, wo wir schon waren. Bleibt eben abzuwarten, wie es dann im Winter ist. Aber wie sieht es denn jetzt generell mit der Einstellung der Menschen aus, beziehungsweise mit der Zufriedenheit? Sind die Menschen jetzt glücklich im Homeoffice oder schwebt da schon immer noch diese Sorge mit um den Arbeitsplatz? Ich denke, dass die Sorge um den Arbeitsplatz die Österreicher und Österreicherinnen momentan sehr beschäftigt, also alle Menschen, die in Österreich leben und hier arbeiten wollen, sehr beschäftigt. Ja. Das heißt, ihre Sorge, komme ich aus der Kurzarbeit wieder raus und habe ich da meinen Arbeitsplatz oder schaffe ich einen Arbeitsplatz zu finden, wenn ich arbeitslos bin? Also ich halte das für eine der größten Sorgen aktuell der Menschen, auch damit natürlich verbunden mit dem Einkommen, das sie generieren wollen, oder der Unterstützung, die sie erhalten. Insofern ist das ein ganz wichtiges Thema. Ich denke, Homeoffice ist überall, hat sich gut entwickelt dort, wo wir es gut leben können, wo wir das auch positiv erleben. Also ich denke, es gibt ja auch einige positive oder viele positive Beispiele im Sinne, ich bleibe einmal 2 Tage zu Hause, gehe 3 Tage arbeiten. Also ich denke, da haben wir auch viel gelernt, auch im Sinne der Nutzen der Technologien, die uns zur Verfügung stellen. Aber wir sehen auch gleichzeitig, Menschen brauchen auch den persönlichen Kontakt in der Arbeit. Also man braucht die Kommunikation und man braucht das, dass wir uns persönlich hier, also hier treffen können und reden können. Das auf jeden Fall. Wie sieht es denn jetzt aktuell mit der Situation der Kurzarbeit aus in Österreich? Ja, wir haben insgesamt über 150.000 Fälle der Kurzarbeit bearbeitet. Aktuell sind 40.000 Verlängerungsanträge bearbeitet worden. Das heißt, wir haben immerhin... Das ist aber jetzt in ganz Österreich. In ganz Österreich. In Wien haben wir davon von den 40.000, nicht ganz 11.000, gehören sozusagen zu Wien von den Anträgen der Verlängerung. Ja, das heißt... Wir haben, also es sind eindeutig weniger, ja, also es haben 90.000 Unternehmen mit der Kurzarbeit auch wieder aufgehört und beendet, was ja positiv ist. Ja. Wir haben 97% Auszahlungsquote, das heißt, die Betriebe bekommen auch rasch ihr Geld. Wir bemühen uns da wirklich jeden Tag, um hier ajour zu sein, sodass niemand warten muss. Wir haben über jetzt sind wir nahe bei 4,2 Milliarden, die wir ausbezahlt haben. Wo läuft denn diese Kurzarbeit besonders gut und wo eher weniger? Können Sie das sagen, welche Branchen? Nein, das kann man nicht sagen. Also ich kann Ihnen sagen, die Kurzarbeit ist von einem Kleinbetrieb, von einem Familienbetrieb, vom Großkonzern genutzt worden. Also querbeet der Großteil der Anträge. Ja, wenn ich jetzt insbesondere, das gilt für Österreich und auch für Wien, wir sagen, das sind 70% waren eher Kleinunternehmen, ja, was uns am Anfang beim Bewilligen auch irritiert hat, weil wir hatten ja immer das Bild, Kurzarbeit ist etwas für
doch große Betriebe, ab 100 Personen, also für einen großen Betrieb, der das auch gut managen kann. Und wir erleben aktuell mit diesem Modell in der Kurzarbeit ganz viele Kleinunternehmen, Familienunternehmen, ja, für die das ein wichtiges Instrument ist. Die Regierung möchte nun, hat gesagt, es gibt ein neues Kurzarbeitsmodell ab dem 1.10. und da geht es auch um die Weiterbildungsbereitschaft der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Was wird sich denn dadurch dann ändern? Ja, ich denke, das ist mitten noch in Diskussion. Wir haben zwei neue Kriterien für diese dritte Kurzarbeit. Das eine ist das Wirtschaftlichkeitskriterium und das zweite ist dieses Weiterbildungskriterium. Beide müssen jetzt noch von den Sozialpartnern ausgehandelt werden, damit es operativ wird. Also man hat es einmal festgehalten, aber es muss noch operationalisiert werden, damit wir als AMS dann wissen, wer tritt hier mit wem, wer prüft hier was, was bieten wir an. Ja, also intern sind dann schon spannende Diskussionen im Sinne von, wie kann man was organisieren, muss es der Betrieb selber organisieren, müssen wir was zur Verfügung stellen. Also da ist noch vieles offen. Dieses erste Kurzarbeitsmodell, das läuft ja jetzt aus. Sehen Sie da schon irgendwie einen Trend bei Unternehmen? Sagen die, okay, wir wollen jetzt wirklich verlängern? Oder sagen die, na, wir müssen eher doch die Menschen in die Arbeitslosigkeit schicken? Können wir momentan noch, wir sind jetzt in der zweiten Phase. Das heißt, ein Großteil der Anträge, also ein Teil hat schon beendet. Ja, da sehen wir schon, dass die wirklich mehrheitlich die Menschen in Arbeit gebracht haben und die Kurzarbeit nicht benötigt haben. Da sehen wir an unseren Zahlen, weil da ist die Arbeitslosigkeit ja nicht gestiegen. Aber wenn ich die ersten 3 Monate nehme, wir kommen jetzt zur Phase der zweiten 3 Monate. Das heißt, wir werden dann sehen, sagen Firmen, sie nutzen das weiter oder sie entscheiden sich sozusagen für das Trennen, also für die Kündigung von Mitarbeitern oder sie schaffen es doch, die Mitarbeiter zu beschäftigen und entsprechend Umsatz zu machen. Das wird sich jetzt entscheiden. Ja. Aktuell haben wir doch viele Firmen, also gerade von denen, die verlängert haben oder von denen, die gar nicht mehr in Kurzarbeit sind und sagen, na, vielleicht brauchen sie es doch wieder ab Herbst, die halt jetzt schon fragen, was sind die aktuellen Bedingungen. Frau Draxl, ich habe mich umgehört in meinem sozialen Umfeld und auch bei den Leserinnen und Lesern der Kronenzeitung. Ich möchte mit Ihnen kurz ein paar Situationen durchgehen. Und zwar, wie soll man sich richtig verhalten in gewissen Situationen? Ja, wenn der Arbeitgeber jetzt zum Beispiel einen gekündigt hat und gesagt hat, ich verspreche es dir, nach Corona kriegst du wieder eine Einstellung. Sollte man sich auf das dann verlassen? Soll man sich auf das einlassen? Also das eine ist, es wird von Ihrem Arbeitgeber abhängen, wie viel Vertrauen Sie zu dem haben, würde ich sagen. Also ich denke, einige dieser Arbeitgeber stellen die Menschen wieder ein. Ich würde nur jeden raten, nicht auf seine, sage ich, Ansprüche zu verzichten. Es geht ja meistens um die Frage, die Wiedereinstellzusage ist ja wunderbar. Die wird Sie beglücken als Arbeitnehmerin. Es geht aber um die Frage, will er von Ihnen, dass Sie auf Ansprüche verzichten? Und da wäre ich sehr zurückhaltend und würde den sozusagen mich beraten lassen von der Arbeiterkammer, von der Gewerkschaft. Hier gibt es in Österreich genug Beratungsangebot, das Sie als Arbeitnehmerin nutzen können. Jetzt ist es auch schon vermehrt in Österreich vorgekommen, dass die Arbeitnehmer festgestellt haben, die Arbeitgeber machen einen richtigen Missbrauch in Bezug auf die Kurzarbeit. Ja, haben zum Beispiel, waren bei Kurzarbeit angemeldet, haben aber 40, 50 Stunden die Woche gearbeitet. Was soll man da am besten machen? Vielleicht das eine ist, wir kennen oft so Fälle, wo jemand glaubt, in der Kurzarbeit muss ich nicht arbeiten. Das ist ein Irrtum. Ja? Die Kurzarbeit ersetzt ja nur die Ausfallstunde und wir hoffen, dass alle Arbeit haben. Also wenn diese Firma diese Stunden mit uns nicht abrechnet, sind wir als AMS glücklich, ist es kein Betrug. Ja? Das zweite ist, ist es wirklich ein Betrug? Ja? Dann ist derzeit die Finanzpolizei wirklich aktivst beim Prüfen dieser Firmen. Sie können als Betroffener sich jederzeit an die Arbeiterkammer wenden. Die hat eine eigene Datenbank für das. Diese Daten werden auch der Finanzpolizei übermittelt, also sowohl über Finanzpolizei wie über Arbeiterkammer, gibt sozusagen überall Homepages, wo Sie sagen können, Sie glauben, Ihr Unternehmen macht das nicht korrekt. Ja? Dann können Sie sich einerseits beraten lassen als Betroffene, Sie können es aber ganz anonym anzeigen und die Finanzpolizei prüft alle diese Anzeigen. Ist aber trotzdem, würde ich jetzt einmal sagen, ein schmaler Grat, weil man natürlich immer Angst haben muss, dass dann der Arbeitgeber womöglich dann draufkommt und dann steht man ohne Job da. Nein, glaube ich nicht, weil das sind wirklich Anonyme. Also ich kenne die Anzeigen, da wird jeder nachgegangen, kann ich Ihnen sagen. Jeder, wenn nur irgendwie, und da wissen wir nicht alle, ich kenne die Listen, wir wissen nicht, wer das gesagt hat. Ich kann mir nicht, sagt auch die Finanzpolizei, auch die kann nicht nachvollziehbar, ist für sie oft schwierig,
schwierig, weil für sie wäre es leichter, wenn sie Personen hätten, die sagen, bei mir ist es so und ich kann das anhand meines Dienstzeitnachweises wirklich korrekt nachweisen. Ja. Insofern glaube ich, die Angst muss man nicht haben, weil ich sehe nicht, wie hier, also wir gehen nicht auf Menschen zu, auch die Finanzpolizei nicht, sondern die macht so und so ihre Prüfungen und hat dieses Thema jetzt einfach noch mitgenommen und schaut, ob die Firmen hier das korrekt machen. Vielen Dank, Frau Traxel, dass Sie bei uns im Studio waren. Danke für das interessante Gespräch. Dankeschön. Und danke auch an Sie, liebe Zuseher, dass Sie wieder mal eingeschaltet haben. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.